Oh, das ist interessant. Gut, ich habe jetzt unseren zweiten Dings aufgenommen. Also ich nehme jetzt gerade unsere zweite Folge auf für meinen YouTube-Kanal. Kurze Info, die Leute, die wissen wollen, worum es geht, sollen sich doch bitte das erste Video anschauen. Okay. Was hast du gerade geschaut? Ja, weißt du, ich habe gesucht, wie ich einen Charakter einstellen kann, dass er relevant ist, aber das finde ich nicht, da kenne ich nicht aus. Aber ich habe was anderes dafür gefunden. Ich kann dir drohen. Ja. Ich hab's schon geschafft. Ich hab dich jetzt als Wenn du. Special Interest Charakter. Wie? Wo? Sag's mir. Okay, du musst das Bild rechts klicken, dann gibt's oben Toggle Special Interest. Ah, tatsächlich. Jetzt sogar drüber gefahren, habe ich es nicht gesehen. Okay, dann habe ich dich jetzt auch als Special Interest eingefügt. Du, Hurra! ganz oben links vom Bildschirm, wo du dein Bild hast, Ja. ganz oben, also wieder oben links vom Da ist Bild hast, ein. dann klickst du I. Ja. Wenn du es anklickst, kommen die Features von deinem Charakter, was die Kultur, die Religion und das Feudalsystem so Ich auf bin sich hat. Sunnit im Übrigen. Du auch? Ich bin auch so mit, ja. Okay. Wir play, aber ich bin Kurde. Ich nicht. Ich bin Sogdian. Was immer Ja, meiner hat Sogdian ist. keine speziellen Kultureffekte, deswegen ist da eh nichts daran. Also Arabic-System. ich kann ungläubige Nachbarn looten. Oh. Gut, dass ich auch gläubig bin. Aber du hast, glaube ich, sogar ungläubige Nachbarn. Das ist Das nett, müsste ich dass man schauen, Geld. das müsste ich schauen, ob ich ungläubige Nachbarn habe. Das weiß ich noch nicht. Das System hast du ja auch, das Ja, arabische das System System. habe ich. Kann man vorhin eh kurz zurückgehen. Und dann habe ich sunnitischen Islam. Lesen wir jetzt, was da für Regeln gibt. Okay. Sunni Islam is by far the most widespread form of the religion. It is the more orthodox of the two main branches of Islam, but the origin of the Sunni Shia schism was largely political in nature. The Sunnis accepted the first caliph Abu Bakr, whereas the Shiites rejected him in favor of Ali. Sunni Muslims hold strictly to the Sunnah, the sayings and actions of Muhammad, as collected in the Hadiths, which form the basis for Sunni jurisprudence. Ugh, fürchterliches Wort. Das müsstest du besser können. Ja, René, bitte reiß The nicht dazu. former head of Sunni Islam is the Caliph. Das Okay. ist unser incapacitated Ja. oder wie auch immer. The Caliph So, can was kann call for a Jihad. Also unseren Heiligen Krieg quasi. Priests, temple holders can inherit titles. Das ist irgendwie moderner als im Katholizismus. Priests can marry. Auch das ist moderner. Population of other religion groups pay the Jizya tax. Oh. Okay, Das das ist heißt, so, Ungläubige dürfen bei uns ja, sein, aber das ist es. ja, irgendwo habe ich das letztens eh gelesen. Das war auch nicht freundlicher als in Europa, wie sie mit den Juden umgegangen sind. Sie waren auch nicht unfreundlicher als wir, aber ja. Matrilineal marriages are not allowed. Okay. Also Töchter Okay. sind definitiv wertlos. Entschuldigung, ich muss hier was trinken. Sunni men can have up to four wives, unless they are allowed to have concubines. Okay, also entweder habe ich vier Weiber oder vier oder eine Frau und drei Kinder oder drei Konkubinen. The Sunni Caliphate is held by a secular ruler and can be destroyed or created normally. Ja, was auch immer. Okay. Okay, Ah, deswegen. da sind nochmal die Game Rules, kann man auch nochmal anklicken Richtig, und hier anschauen, Game Rules. die ich am Anfang eingestellt habe. Ja. Warte mal, wir hatten. Das Aber ändern einzige kann man sie nicht, nicht das mehr. einzige Default-Ding, was wir nicht haben, war. Wo ist das? Supernatural Sonitrous Events. Supernatural Events, wo kommt denn das? Bla 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 bla, keine Ahnung, wo das ist. Es müsste ungefähr das 11. sein. Nein, das 13. Echt jetzt? Hey, dieses Mal sehe ich die Aztec Invasion. Wieso habe ich das letzte Mal nicht gesehen?
Deswegen habe ich es auch nicht gefunden, weil die Supernatural Events sind jetzt links und nicht rechts wie vorher. Yep. IE rulers will be eligible to receive supernatural events, such as the Demon Child, Wolf's Blood, hey, Wolf's Blood, wir kriegen ja doch Werwölfe, and Immortality Event Chains. Immortality klingt auch gut. Zumindest wenn man einen guten Ruler hat. So, ich habe mal meinen Lehnsherrn und den Kalifen als wichtige Person eingestellt. Echt jetzt? Ja. Warum das? Ich möchte, da kriegt man dann Messages, glaube ich, wenn irgendwas passiert. Ja, super. Du kriegst so viele Messages in dem ganzen dummen Spiel. Ja, die kannst du eh nicht alle lesen. Übrigens, ich bin sicher, der, wie heißt das, Diplomat, der, das habe ich jetzt nicht verstanden, du bist total abgehört. Ah, Stuart, der Stuart, ich bin der Stuart meines Elias. Echt jetzt? Na sicher, ich habe ja 24. Achso, nehme ich einen Cursor über meinen ja, PC. Ja. Bin ich irgendwas von meinem Dings? Übrigens, ich bin 47 Jahre alt. Ich auch. Was? Ich bin auch 47. Laut dem Ding hier. Also ich bin nicht 47, aber Sheikh Divdat of Kardishia ist 47. Tatsächlich. Sind alle hier 47 in dieser Welt? Nein. Nein, dein mein Sohn ist nur 22, beziehungsweise. Dann sehen sie ja 46. Ah, das ist ja schrecklich. Ich sehe gerade, ich sehe nicht alles bei mir. So, jetzt schauen wir uns unseren Kalifen an. Was? Den Kalifen wollen wir uns anschauen? Er ist 20 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich ist er deswegen gefangen, weil sie sich gedacht haben, mit dem können sie das machen. Er hat aber auch ganz fürchterliche Werte. Ja, stimmt, er ist nicht besonders gut, das stimmt, das stimmt. Ich meine, er ist zumindest in Diplomatie. Das ist das Wichtigste. Imperial Decay haben wir im Übrigen, siehst du das? Ich habe es vorhin irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht, was es heißt. Wenn du drüber gehst, siehst du, dass unser Reich minus 17,5% National Levy Size hat. Wir haben unser Reich. Warte mal, warte mal. Geld. Sieht man das? Bei National Tax Modifier ist niedriger. Ich weiß aber nicht, das gilt möglicherweise nur für den Kalifen und nicht für uns, nehme ich mal an. Ja, wo ist der Decay angezeigt? Was? Der ist, wenn du beim Kalifen bist, unter seinen, ja. Unter seinen, wie heißen diese Dinger, wo Proud, Kind und dieses Zeug ist, gleich darunter ist so eine rote Krone mit einem Minus. Ah, das ist ein Event, das momentan aktuell ist. Aha. An empire is a hard thing to hold together. The massive bureaucracy can become corrupt and the sheer difficulty in sending messages across such a large expanse can lead to its own kind of entropy. Imperial Decay measures that entropy and increases each time the title changes hands based on how large and centralized the empire has become. Oh mein Gott. Was heißt das Imperial Decay 50 bis 59 in Klammer? Ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht die Stufe, die wir derzeit haben. Weil das ist ja stärker bzw. schwächer. Ja, es kann sein. Ich hoffe, wir führen keine Kriege, das wäre ein Wahnsinn. Also wenn unser Kalif Kriege führt, werde ich einfach so tun, als würde ich nicht dazugehören. Okay. Naja, ich meine, ich weiß nicht genau, wie du das magst in diesem Spiel. Nein, soweit ich mich erinnere, tut er mal zwangsrekrutieren und sich ja, Leute. Aber nicht bei uns, weil wir sind nicht seine direkten Vasallen. Ja, wenn bei seinem direkten Vasall und er wiederum nimmt bei uns. Naja, nur wenn er sich aktiv am Krieg beteiligt. Okay, werden wir mal sehen. Ich habe schon sehr wohl gesehen, dass Counts einfach vollkommen frei bleiben und dann nebenbei noch ihre eigenen kleinen Kriege führen. Wir schauen uns mal dein Lehnsherr ein bisschen an. Wieso meinen? Den Emir El Allah of Az-Amirat. Emir Mohammed of Al-Kufra. Aber er ist auch Emir von... Nein, das ist schön. Ja, er heißt Emir Mohammed of Al-Kufra. Ah, na warte, bin ich jetzt beim Falschen gelandet. Ja, möglicherweise. Vielleicht bist du es bei... Nein, bei seinem Sohn bist du nicht. Na super. Ah ja, Mohammed.
Kann ich seinen Sohn vielleicht killen und den Erben von ihm? Ich mag seinen Sohn nicht, der ist 14. Versuche seine Tochter zu heiraten. Das könnte ich auch machen, aber kriege ich dann einen Claim im Jetzt noch eine Islam? Hausregel. Das ist nicht schlecht. Ich könnte wirklich seine Tochter heiraten. Die ist Hausregel. 16. Was ist mit der Hausregel. Hausregel? Es gibt zwei Traits. Der eine ist Genius. Da kriegt man, glaube ich, plus 5 auf alle Ich Fähigkeiten. schau mal jetzt seine Tochter an, die ist nicht Genius. René, hör mir mal zu. Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten Trait, der weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich glaube, der gibt plus 3 auf alle Fähigkeiten. Es ist verboten, eine Frau zu heiraten, die Genius oder dieses andere ist. Solche Frauen Ja, dürfen okay, wir das hat sie eh nicht. nicht einheiraten, ja? Weil wir züchten uns da keine Genies, bitte. Das wäre fad. Die Ja, könnte ich okay. tatsächlich heiraten, vielleicht. Kann ich die heiraten? Du, Ja, ich. der Dens hier ist auch nicht der größte Held. Nein, aber seine Tochter könnte ich heiraten. Er ist ugly. Er ist ein Poet. Das ist wurscht. Seine Tochter ist auch modig, aber es ist seine Tochter und wenn ich seinen Sohn Außerdem ist er kille. ein Erudite, das heißt, er ist ein Buchwurm. Auch das ist mir egal. Ist das schlecht? Diligent, oh. Er Ist ist ein Last. arbitrary. Er ist lastvoll, wie du. Ja, lustful ist okay. Lustful ist keine schlechte Eigenschaft. Du kriegst mehr Kinder. Das stimmt, ja. Das. Und ob die Christian Church eine gute Meinung von mir hat, ist mir eigentlich relativ egal. Na gut, also dein Lehnsherr ist unverheiratet und hat zwei Kinder. Ja, und seine Tochter werde ich wahrscheinlich heiraten, wenn es nach mir geht. Sein Sohn wird auch kein. Achso, der ist noch nicht So, warte mal, ich werde ausgerechnet. mir mal als erstes mal die Ambition geben, dass ich heiraten möchte. Ja, sind wir schon so weit? Wir haben Nein, uns ne, noch ich mach das jetzt mal, geschaut. weil ich hab den gesehen und bevor mir irgendjemand anderer in der Pause das wegschnappt, muss ich natürlich gleich meinem Lehnsherr sagen, Warte, du. während wir geredet haben, habe ich gerade das gemacht. Also ich werde Was? dich heiraten. Ja. Heirat du die Tochter von deinem Lehnsherrn. Ich bin heimlich, echt ziemlich im Bauch. Außerdem, ich bin sowieso viel besser und attraktiver als du. Ich habe so eine viel Wenn du größere fertig Nase. bist damit, Diese dann schauen wir große. uns, Ja, hey, wenn diese wir damit große fertig sind, Nase ist schauen wir ein uns deinen gutes. Charakter mal ein bisschen an. Wieso meinen Charakter? Mein Und Charakter wir ist fangen mit mir vollkommen. an. Wieso nicht mit dir? Weil wir Ja, jetzt gerade okay, dein Lebensjahr angeschaut haben, passt ja. das. Das wird dich Alle, und die deine jetzt Familie zugeschaut haben, warnen. haben gesehen, ich hab meinem Chefe gefragt, ob er seine Tochter nicht hergibt. Die ist 16, das ist okay. Ja, vor allem Richtiges Alter. das Name ist das Standard. Ja, ich bin 47, oh mein Hey, ich Gott, ich sehe fühle mich gerade, du gerade hast die Ambition schlecht. Get Married. Was? Oh. Ja, ich habe die Ambition gerade vorhin geändert. So nach dem Motto: Hilft's nix, schad's nix. Ja, aber deine ist nicht so schlecht, finde ich. Ja, jetzt. Jetzt sind vor der zufälligen Dingssehnsucht. Ah, wurscht, das hat es nie gegeben. Da hat er, glaube ich, an drei Stats hat er einen Zweier gehabt und einen Nuller hat er gehabt. Ja. Der war eine ziemliche Nuss. Okay, du bist unverheiratet. Ja, ich habe zwei Kinder, möchte ich an dieser Stelle sagen. Du hast eben eine Meinung 7 von mir übrigens. Habe ich das? Ja. Wo erkennst du das? Wie siehst du das? Nein, weil es bei mir dabei steht, also wenn ich dich anklicke, Ah, steht rechts ja, unten klar. die Zahl, die Meinung, die du von mir hast. Ja, ich habe eine Meinung von 120 von mir. Sag ich jetzt mal. Es steht da keine Zahl. Warte mal, habe ich da den Leech? Wo steht denn das? Ah, mein Leech hat eine Opinion von 0 von mir. Beziehungsweise ich von ihm. Ja, das ist jetzt nicht das Was heißt Schlimmste. Foreigner minus 4? Heißt das, der ist irgendein. Heißt das, dass der Typ von irgendeinem anderen Land kommt? Nicht nur, dass er mit weniger Provinzen mein Chef ist, nein, er ist auch noch ein Ausländer. Schau dir den Turban an, den der hat. Ah, ich habe irgendwann Musik gestartet, so schwer aus. Okay, was ist mit dir eigentlich? Du bist Was ist mit mir? beidhändig. Ach so, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich bin ein charismatic negotiator. Bist du gut dafür? Dafür ist deine State Diplomacy aber ziemlich mies für all diese Diplomatie-Vorteile, die du da Ja, hast. ich habe offensichtlich mit minus 13 begonnen.
Personal Combat Skill plus 1, Trained Diplomat. Oh, Naja, stimmt. soll es nicht Wrath, Beauty und Paraspeed sein? Das ist nicht Wrath? Na, schau das diplomatisch. an. Diligent, Diligent ist gut. Das bringt plus 1 auf alles. Greedy und Lustful. Aber Lustful ist nicht Dings. Lustful ist dahingehend nicht schlecht, dass es irgendwie meine Dings schlechter machen würde, meine Diplomacy. Ich glaube, du hast deine Paranoid, Geschwister oh, schon Paranoid ist umgebracht. gut. Was? Deine Geschwister hast du schon Ja, ich umgebracht. weiß nicht, ich sehe meine Geschwister leider nicht. Bei Siblings. Ja, Nämlich. ich weiß, aber das sehe ich nicht. Ich habe, das liegt daran, dass ich irgendwie, das über den Windows-Mode gemacht habe. Durch den Windows-Mode habe ich es aufnehmen können. Ich weiß nicht genau, warum er im Wie bist Nicht-Windows-Mode du unten nicht aufnimmt. abgeschnitten beim Bildschirm, oder Ja, ich was? bin unten abgeschnitten beim Ah, Bildschirm. okay. Vielleicht könnte ich aber. Nein, ist wurscht. Für Obwohl, für heute ist das heute ist egal. das, glaube Für ich, heute nicht ist das so wichtig, ja. wurscht. Wir machen heute nicht so viel. Ja. Ich habe aber zwei Vasallen, sehe ich gerade. Warte mal, du bist Sunni? Ja, siehst du. So, Ja. deine Länder, die haben wir auch schon auch angeschaut. Ah, wir können mal deine Länder ein bisschen anschauen. Meine Länder? Na, also, schauen wir Hey, uns du nochmal die hast zwei ein Wüsten an. Schauen wir Claim. uns Veit an. Veit ist super. Veit? Woran Veit. muss ich jetzt denken? Na, nicht den Veit. Oh Okay. Gott, wie kannst du an den denken? Das ist ja schrecklich. Wieso habe ich jetzt an ihn gedacht? Das Wüstenland Veit. Ich Was muss heißt zugeben, das ist absoluter Irrsinn, dieses Total Land. County Tax 0,1 Ja. ist nicht so super, gell? Na, nein, also ich krieg dort keine Steuern her. Aber sie hat eine Base Tax, die Ich bin bei mir 11 ziemlich liegt. sicher, dass ich das einem meiner Söhne übertragen werde. Wahrscheinlich dem, der erben wird. Das Warte mal, oder Hafer. was sind diese Werte da? Economy Advantage. Also das ist die Fortschritte in diesem Land. Es hat aber Fortschritte in dem Land, also so gesehen ist es nicht ganz so. Es ist nicht ganz so gut wie Es ist das überhaupt nicht andere. ausgebaut, aber was soll's, ja? Hafar daneben gehört ja auch, oder nicht? Ja, das ist genau das gleiche. Allerdings Okay. hat Hafar einen River zwischen hier und Heil. Wo ist Heil? Ah, da unten. Wieso hat Hafar einen River nach Heil, aber Veit nicht? Das verstehe ich nicht. Hört ihr da einfach auf? Was habe ich da jetzt getan? Nee. Ah ja, wirklich, die haben Rivers. Dass es da überhaupt Flüsse gibt in diesem Land. Da schaust, gell, was wir alles haben. Okay, gehen wir mal in die Landstriche, die was können. Ja, okay, gehen wir nach Quadisia. Die sind besser, die haben immerhin. Das gehört aber nicht zu Arabien, die Jure, sondern zum Al-Irak. Das Lustige ist, Veit ist de jure bei Nejd. Eid. Veit? Ja. Veit ist de jure bei Christen. Nejd. Oh, das ist gefährlich, weil ich glaube, der hat einen Anspruch drauf. Ja, eben, das macht mich auch ein bisschen wookie. Und Haffa genauso. Aber Kadisir gehört de jure zu Al-Kufa, also zu dem, wo es Ja. eh gerade ist. Ja. Ich meine, das ist auch um einiges reicher. Ja, 26,8. Was heißt das überhaupt? Wo steht die? Wo steht das Einkommen Ach so, nein, überhaupt? das ist die Possible Loot. Das Na, ist der Reichtum, ja. den das Total Erbe County hat. Tax ist links davon. 8. Und für Wakisa kriege ich noch einmal 2,3. Das sehe ich nämlich. Gleich neben dem Total County Tax, wo die Loot und so Sachen steht, ist Ja. links, gibt es diese Münzen. Wenn es da drüber gehst, das Ja. ist die Total County Tax. Ja, aber da sehe ich keine Zahl.
glaube, vielleicht sieht man das nur beim Vielleicht eigenen sieht Land. man das nur beim eigenen Land, ja. Ich Ah ja, glaube, ich stimmt, sieht man muss nur beim nachdenken. eigenen Land. Ich sehe es Ah ja, gerade. tatsächlich, ja. Wow, mein Land, das schaut ja ursuper aus. Stüre. Und was kriegst du in Texas zusammen? Also um ja selber nur 7,50. Und dann noch einmal, schätze mal, sagen wir 24 von den Städten Nicht und schlecht. Tempel, also Das ist nicht Moschee. schlecht. Also meine Moschee bringt ganze 2,3. Wobei, ich glaube, du kriegst den ersten Wert. Da stehen zwei Werte, ein kleiner und ein großer. Und Ja, der ich kleine zähle auf den kleinen. ist der Wert, den du Also meine kriegst. Moschee hat 17,28. Das klingt nach sehr. 17,28 und der größere Wert ist was? Auch 17,28. Ach so, ja, weil es dir gehört. Stimmt. Ja, weil es mir selber hart, ich gebe das nie hier. Ich darf aber nur eins halten. Und ich habe Ja, ich diese darf auch nur Moschee. eins halten. Boah, dieses Dings, das ist cool. Die Stadt von Nifa. Die will ich haben. Die bringt ein Einkommen von 25,76. Also mir nicht leider, aber insgesamt. Bist du irre? Ah, da sehe ich mein Einkommensüberblick. Wenn ich nämlich das Wappen, also wenn ich auf eine Region von mir klicke, habe ich mein Bild und links davon habe ich das Scheichtum. Und wenn ich das anklicke, dann kriege ich eine Finanzübersicht. Ja, ja wirklich. Ja, ich glaube, ich Aber werde nur das von klicken. dem einen Gebiet. Ja, genau. Das sieht man dann wirklich den Reichtum dieses Gebiets. Warte, ich schaue jetzt gerade, ob ich das im fremden Gebiet auch sehe. Ja, wirklich. Ich kann mir die Gebiete, da kriegt man viel bessere Informationen. Da sieht man erst, wie arm, nein, die sind gar nicht so arm, deine Wüsten, sehe ich gerade. Ja, voll gemein. Nein, 21,55. 21,55 ist das Gesamte, was ich verdiene, weil es wäre ja überall 21,55. Ah, okay, Das ist ja. mein absolut insgesamtes Einkommen. Ja, alles klar. Ha, dann bist du doch arm. Kriegst du für ein Einkommen? Ja. Boah, du bist wirklich reicher. Mit dem einen depperten, popeligen Provinz kriegst du 34,6 Einkommen. Ja, und deine sind ärmer und du kannst nicht noch alle halten. Tja. Deine Kinder, schauen wir uns die mal an. Nein, die sind so hässlich. Mohammed Al-Afshin, Schau dir oh, den ja, an. Ich meine, die der hat einen komischen Hairdo. Stadzade, die Was? Stadzade, das Parsi, das ist ein Perser. Deswegen sind sie so hässlich. Dein Sohn ist ein Perser? Ja, wieso nicht? Bist Bin ich. auch ein Iraner, was ich. Nein, ich bin Sogdian. Ja, jetzt ist iranisch. Warum bin ich Sogdian iranisch und mein Sohn Parsi iranisch? Das heißt, er Vielleicht ist was im Buch dazu. Zoroastrist. Als Parse müsste er Zoroastrist sein eigentlich. Hey, ich habe ja doch noch den Zoroastrismus gekriegt. Er ist Moslem. Indirekt. Ja, wurscht. Er ist Parse, das heißt, er Aber ich muss denke, etwas Zoroastrist Besonderes an sein. sich, ist er schon volljährig eigentlich? Ja, der ist 22. Oh, der wird immer besser. Der wird immer mehr, Uiuiui. der ist wirklich so mies. Er kann aber draufhauen. Ja, das ist das Einzige, was er kann. Als Heerführer kann man einsetzen. Aber als Diplomat nicht. Er hat Und schon einen Sohn der übrigens. wird sich noch schwerer tun mit den Ländereien als sein Vater. Ja. Was braucht man für viele Ländereien? Ja, Stewardship? Stewardship. Ja, es geht nicht schlechter, als er hat. Ja. Er Aber hat das minus macht 1 nichts, sein eigentlich. Bruder ist genauso mies. Aber er hat einen Sohn. Ja, wir könnten Also hoffen, dass du der hast schon einen besser wird. Enkel. Wir können hoffen. Saji. Ist jetzt. Ja, ich schaue mir jetzt einmal den Yusuf an. Josef Den schaue ich jetzt auf, jüngeren meinen Bruder, der zweiten ist Sohn. immerhin 17 schon. Ja, Wird der er ist mit auch 17 beidhändig. noch besser mit 17? Ja, schon, aber nicht mehr so richtig. Ich glaube, wenn man 16 wird, glaube ich, kommt der große Sprung, oder? Ja, Muss aber der sein. ist ein bisschen besser als sein Bruder, obwohl Stewardship hat er auch 0.
Ich glaube, mit 16 kriegt man dann das, was immer ganz links ist. Der ist Indulgent Wastrel, wo man Na, manchmal gibt. kriegen Sie das nicht, wenn Sie Ich von glaube, wenn sie der. groß werden. Ach so, ja. Wobei ich glaube, das ist früher hier, weil ich habe irgendein Mädel gesehen, das auch schon ein normales Bild hatte und 14 war. Okay. Kann das Okay, sein? werden es rausfinden. Keine Ahnung. Ich habe Ja. das noch nie gesehen, aber wir sind Also Moslems. Vielleicht sie ist das. verlieren dann die, wie heißt das? Ach, ich gebe Pfeif drauf. Sie verlieren dann ihren Anführer, nicht Unschuld. Anführer, ihren den Typen, den sie ihnen Ah, den anvertraust. Guardian. Den Guardian, genau. Erzieher. Den Erzieher. Keine Ahnung, wie Schön. das dann Den auf Deutsch heißt. Pädagogen. Na, ja, okay, bitte. Na, es ist in Ich Österreich. suche für meine Kinder nur den besten Pädagogen. Das Ding kriegen sie, also das ganz links kriegen sie ja, glaube ich, auch vom Pädagogen am ehesten, oder? Ja, Weil das ist ja. ja quasi ein Beruf oder so Und ich glaube, irgendwie. es wird auch tendenziell besser, wenn der Pädagoge Gut dazu ist, ist. sagt auch schon Oh mein Pädagoge. Gott, mein zweiter Sohn ist Indulgent Vestral. Ich weiß nicht, was Indulgent Vestral ist, aber es klingt schlecht. Immerhin macht Stewardship plus 1. Es macht Stewardship plus 1 und ich habe trotzdem noch Wastrel klingt Stewardship wie 0. Verschwender und in Deutschen wahrscheinlich einer, der sich gehen lässt, würde ich jetzt Es ist meinen. absolut. Ja, aber wieso kriege ich dann Stewardship plus 1 dadurch? Wenn ich ein Verschwender bin, der sich gehen lässt. And if good means spending it Kein Wunder, quickly, dass nämlich man. das Geld, the indulgent wasteful certainly is. Okay. Ein Verschwender. Oh mein Der indulgent dürfte Verschwender sein. Nein, kann ich wasteful ist die. ein Verschwender. Ich möchte gerne Art Aber er der ist Familie lustvoll, also er gibt heiraten. seine Trades weiter. Ja, super. Ehre. Aber Den er hat nur noch schicke ich keine. in ein Kloster einfach. Kannst du auch alle verheiraten. Was ist, wenn dein ältester Sohn stirbt, dann hat er noch selber einen Sohn. Ja, ich werde mir jetzt eh die Tochter vom Dings schnappen, mit der werde ich Kinder haben und dann werde ich meine zwei älteren Söhne versuchen loszuwerden. So, mal schauen, wen du alle am Court hast. Nein, Ah nein, nein, deine Vasallen. ich will mir Erst deine zuerst noch beiden meinen Vasallen. Dings, ich will mir zuerst noch meinen Enkel anschauen. Der kann noch nichts. Der Er ist ist 2 zwei. Jahre alt und nicht sehr deskriptiv. Aber er ist Denn er hat schon Opa. einen Namen, immerhin. Immerhin. Ist der Name? Dichter, Ich habe Toa, zwei Vasallen, ja. passt. Verdammt, ich bin jetzt schon müde. Aber die mögen mich sogar. Mehr oder weniger. Vasallen. Die beiden Vasallen, ja. Bürgermeister von Nifa und der Wali von Wakisa. Ist das eine Moschee? Das ist eine Moschee, ja. Ja, das ist eine Moschee. Alle dürfen der Priester sein oder Der so, also da. Bürgermeister von Nifa ist auf jeden Fall besser als meine Söhne. Vielleicht kann ich den adoptieren. Deceitful, brave, trained Voll, fighter. das klingt nach jemandem, den du adoptieren willst, ja. Ja, Aber er schon. ist content. Das ist top. Content. Content ist ein super. Content ist eine absolut geniale Eigenschaft für deinen Ja. Vasallen. Genau, ja. Das ist von allen. ist. Zufrieden mit dem, was er hat. Das ist gut. So. So, was kann der andere? Der Wali? Der Jamash. Jamash. Shamash Beat. 1 plus 1 ist gleich Fragezeichen. Imbecil, das klingt auch sehr. Ist ein Imbecil. Imbecil heißt Idiot. Ja. Trottel, so nach dem Motto. Dorftrottel. Wie ist der zu dem Posten gekommen? Und vor allem, wir müssen bedenken, er ist imbecil, aber bei State Learning hat er immerhin noch einen Wert von 7. ja, okay. Aber gut, der muss ja nichts machen, der muss nur Geld liefern. Ich nehme an, Man muss wenn ja er nicht keinen Dings, man imbezil muss ja. wäre, würde er dir mehr liefern. Was? Wenn er vielleicht nicht imbezil wäre, würde er dir vielleicht mehr Geld liefern. Das ist Er ist, unfassbar. er Schau dir hat das es einmal an. geschafft, Er ist übrigens. Mastermind Ja, das Theologiae. habe ich auch gerade gesehen. Das Imbezil ist ja und Mastermind, die Leute, unglaublich. was sagt es über die universitäre Ausbildung? Ja. Du hast nicht ganz Unrecht. Nein, das Gute ist, dadurch, dass er quasi einen Uni-Abschluss geschafft hat, hat er eine geringe Fertilität und gibt seine Intensität nicht so wahrscheinlich weiter. Aber er ist lastvoll. Das, Boah, den mag das. ich jetzt schon, übrigens. Das wird eine, die Person muss ich, da muss ich folgen. Alle Jabba, Nein, dem musst du nicht folgen. Der wird nichts machen. Ich werd sein Ding erben.
Ach Gott, dann habe ich noch. Ah, aber das ist die Stadt, die ist super wertvoll. Vielleicht gebe ich wirklich diese blöden Provinzen her. Er braucht schon diese Provinzen, wenn er eine Stadt haben kann. Ja, ich bin es auch müde. Kann man Städte behalten? Wir spielen schon über eine Stunde jetzt. Also Wir Spiel spielen ist vielleicht nicht. das falsche Wort, aber. Nein, aber wir schaffen jetzt mal, wir lernen die Cast of Characters kennen. Ja. Also ich glaube. Ja, ich glaube mit Valijam Masp auf Vakvisa werde ich mich nicht sonderlich anfreunden. Nicht? Wage es ja nicht, ihn abzusetzen. Ich habe Na, mich ich setze ihn verfolgt. nicht ab. Ich muss gar nichts machen. Wenn der stirbt, erbe ich ihn. Okay. Das ist mir vollkommen. Der kann ruhig da sein als Imbecil. Ich schicke ihn vielleicht in den Krieg ganz vorne in die erste Reihe. Was sieht man? Ah, man kann irgendwo die Scheichtümer Kann man das? anzeigen, Ich habe auch einen oder? Chord, aber der sagt mir jetzt nicht allzu viel und die schaue ich mir sicher nicht alle an. Was? Hast du wirklich einen Chord? 14 Volt? Naja, gut, ich habe ja auch vier Gebiete irgendwo. Naja, einer davon bist du selber, dann hast du Meier und den Mali. Dann Hast meine dann zwei Söhne. schließt hier? Was? Achso, ja, das sind deine Meine beiden zwei Söhne, dein Söhne Enkel. und mein Enkel. Und noch ein paar Leute. Dann noch ein paar Kinder. Das Ein sind paar die Kinder von Kinder, den den Harp, die Ratgebern Gamse. von den Töchtern. Ja, ich nehme mal Das an, sind das sind irgendwelche Leute, die da. ich dann. Ich meine, ich habe mir meinen Court noch, mein Council noch nicht angeschaut. Das tue ich jetzt gerade. Mein zweiter Sohn, der Idiot, ist mein Grand Vizier. Grand Vizier? Oh, fürchterlich. Bist du irre? Das ist Oh, nicht. meine Leute sind super, die Bilder sind der Wahnsinn. Wenn wir nachher meine Leute durchgehen, das ist ein Traum. Ich freue mich jetzt schon. Geil. Die Kurden sind schnell. Sag mir, wenn du dann zu weit bist, dann stelle ich mich immer. Was? Womit? Also ich habe mal mein Council angeschaut. Ich muss da auf jeden Fall irgendwelche Leute ersetzen. Der Beste ist der Marschall mit einem Wert von 12. Und das ist mein Mayor. Und tatsächlich ist der Typ von der Moschee ist tatsächlich der Court-Imam mit Ja, Learnings. ist auch naheliegend. Ja. Ich kann ihn nicht einmal absetzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, na schauen wir mal deinen an. Was kann denn deiner? Scheich Bilal Hekabane auf Urmia. Ja, der hat auch einen besseren Namen irgendwie. Ja, das klingt schon schnittig. Ich bin Kurde. Ich bin Ossunit. Du Ich könntest bin über eine. 1000 Jahre deinen ersten Kurden, über 1000 Jahre bevor der jetzige Kurdenstaat entsteht, Vielleicht deinen eigenen das schauen machen. wir mal. Ich bin einmal eine graue Eminenz. Das ist super. Bin ein Bist du irre? Meisterdiplomat. Anwitz. Ich bin ehrlich. Das ist schlecht. Ich bin stolz. Na, na, Ich na, bin ja, also, eifersüchtig. versteh mich nicht falsch, aber ehrlich ist jetzt nicht ganz so schlimm. Zumindest nicht, wenn du es diplomatisch spielen willst. Okay. Ich meine, Diplomacy 24. Der Rest ist nicht so toll, aber wer braucht das schon? Was heißt, der Rest ist nicht so toll? Du bist fast überall besser als ich. Sagt mir Naja, nichts. nein, nicht So, ganz, aber mein gut. älterer Sohn ist Mehmet Gura Bilal. Der ist noch sehr. Ah, der ist jetzt schon gregarious. Sozial kompetent. Ist ja Okay. unfassbar. Ist auch ein Kurde. Und mein jüngerer Sohn, das ist unaussprechlich. Chakoya Kure Bilal. Ja, also Ja, der kann auch der nichts. wird schon ein Steward, aber mehr hat er noch nicht. Sonst ist meine Familie kleiner als deine. Das war schon. Meine Ja, deine Vasallen. Familie ist nicht wirklich viel kleiner als meine. Du hast zwei Söhne, aber noch keine Enkel. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass deine Söhne ein Ja, das bisschen wächst jünger einfach ein sind. bisschen. Okay, Urmiab, meine Region, hat zwei Städte. Und eine Moschee. Moschee auf Salmas, die habe ich selber. Die bringt nur viel Geld. Aber ich kann sie nicht behalten, wirklich. Der Landstrich selber ist auch toll.
Also nur Du fortschrittlich. kannst nur ein Gebiet haben. Was hast du für Stewardship? Wenig Ist dein offensichtlich. Stewardship auch so schlecht? Ja, stimmt, du hast auch so ein schlechtes Stewardship wie ich. Vincent, Base ist 1, Shike Rank ist auch, also mal 1, und dann Ruler Stewardship Bonus ist plus 0, weil ich so schlecht bin. Aber vielleicht finde ich noch einen besseren Steward irgendwann. Okay, Aber zählen meine die beiden Council Städte. das, zählt das dann dazu? Werden wir rausfinden. Ich glaube schon. Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Okay, meine beiden Städte haben Mayors und diese beiden Mayors sind ein Wahnsinn. Wenn man sich die Bilder von denen anschaut, das ist wie aus einem, das ist Errol Flynn. Mayor Xander Fussel ist Errol Flynn. Das ist nicht Errol Wahnsinn. Flynn, der hat eine Glatze. Errol Flynn hat keine Nein, Glatze. nein, 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 du bist beim Falschen. Wo Mayor bist Xand du? of Usnu. Ja? Der hat eine Glatze, bitte. Der hat oben ganz schütteres Haar. Was redest du? Der hat das lockigste und vollste Haupthaar, das ich je Also gesehen der habe. Xand of Usnu hat eine Glatze. Also auf der Seite hat er ein bisschen lockig. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ist das bei dir anders dargestellt? Das kann ich nicht beantworten. Und Egal. Sayan Havi hat auch Glatze mitten drauf. Da stimmt was nicht. Das heißt, da Egal. stimmt was nicht. Egal. Die Schnurrbärte haben sie aber, oder? Naja, der hat so einen Goatee, ja. Nein, Schnurrbart, was meinst du? Das gibt's nicht. Da stimmt was nicht. Meyer Sand auf Uschnu. Ja. Ja, der hat also ich meine, ich würde ja gerne einen Screenshot schicken, aber eigentlich auch nicht. Nein, bist du nicht. Ja. Wir werden das bei Zeit noch klären. Also jedenfalls, wir sind beide Errol Flynn Varianten. Beides sind Errol Da Flynn, ist aber keine also Glatze. das ist, also der Dings, den ersten, den Sand lasse ich mal vielleicht noch irgendwie einreden, aber der zweite ist definitiv kein Errol Flynn. Der Cheyenne of Havi. Du hast da zwei Städte drinnen, das ist ja urarg. Die lieben mich übrigens beide. Wahnsinn, warum lieben mich die so? Content? Beide content? Aber ich meine, Mayors dürfen eh nichts machen. Ja, was sollen die schon tun? Fähig immerhin. Er ist ein Theologe. Ja, okay, wurscht, das schauen wir uns bei Zeiten an. Er ist ein Sayan of Feigling auch Havi. noch. Wahnsinn. Der Cheyenne ist slow. Was ist das, Slow? Slow, ja. Das ist nicht so gut. Wo steht Slow? Der Mayor Cheyenne of Havi. Achso, der Scheier, ich war jetzt mit Sand. Nein, der Zand Ah ist ja, nicht er slow. ist slow. Tatsächlich. Er ist zwar nicht imbezil, aber fast. Flamboyant Schemer. Okay, ja. Mein Lehnsherr. Emir El Allah of As Emirat. Gibt's nicht. Der hat auch zwei Dings. Der hat auch hat der auch zwei Dukedoms? Nein, was ist das drin? Was ist das letzte da? Das ist eine Stadt oder sowas. Ah, Teil von verstehe. Tabriz. Das ist eine Stadt, ja, Ja, Marant, oder? ja, ja. Okay, deiner ist definitiv nicht so mächtig wie meiner. Er hat das Scheichtum von Tabriz. Das Das Emirates. Emirat. Ja, So, da sind Arzt. vier Scheichtümer dran. Die anderen Scheich schauen mit der Zeit nehmen. Ihr dürft. Ja, die haben beide nur ein Scheichtum, glaube ich. Ja, die haben beide nur ihr jeweiliges Scheichtum dabei. Und mein Lehnsherr hat keine Verwandtschaft, glaube ich, das ist 32. Schaut nicht so aus, nein. Ja, Er er ist. hat zurzeit erbt doch der Kalif bei ihm. Ja, genau. Ja, vielleicht wird das noch was, schauen wir mal. Er ist Maschrik, ein Araber. Kein Kurde. Sowas. Deswegen mag er dich vielleicht nicht. Mag er mich nicht? Weiß ich Ja. nicht. Mich mag er nicht, weil ich Foreigner Ja, bin. ich bin Foreigner minus 9, aber wir sind beide charitable und meine State Diplomacy ist so gut, dass er mich trotzdem mag. Okay, du bist auch charitable. Ich bin greedy. Mich mag er nicht. Das ist aber nicht schlecht, nicht gut charitable, weil dann kriege ich weniger Steuern.
Ja, aber im Wesentlichen ist es das. Gut, Mal schauen. Hartmann, Ja. wir haben schon wieder 40 Minuten und ehrlich gesagt, ich bin relativ müde. Ja. Machen wir nächste Woche weiter dabei. Ja. So, jetzt muss man schauen, wie wir aussteigen, dass das auch wirklich gespeichert bleibt. Jetzt haben wir nicht einmal noch die ersten Aktionen gemacht, nämlich ich habe meine Also Ambition, ich mache, ich hab geheiratet, definitiv ich habe eine keine. Ambition gemacht und ich habe schon jemanden Ja, gefragt, ich ob er muss mich heiraten will. ich muss meinen Council auch beschäftigen und so Sachen. Ja, Ja, also das ich habe muss ich dann auch noch ein paar nicht. Sachen machen, dann wirklich anfangen. Okay, na gut, aber wir haben uns einmal kennengelernt Ja, quasi. ja. Das ist schon was. Und das nächste Mal schaue ich das ein bisschen anders an. Ja, na gut, Das in dem Fall. war der erste Versuch und er hat offensichtlich funktioniert. Ja, mal schauen, was passiert, wenn wir auch tatsächlich auf Play drücken. Ja, das wird nicht schön werden. Gut, dann Ja. lassen wir es gut sein für heute Ja, und das ist eine gute nächste Idee. Woche Wir sehen uns nächste 9:30 Uhr. Woche 9:30 Uhr. Ich schaue, dass ich etwas schneller bin als dieses Mal. Ich hoffe, dass ich das Ganze. Warte mal, bevor du aussteigst, werde ich Ich schauen, dass steige noch ich es. nicht aus. Ich muss auch Ja, noch. lass mich Ja, ich aussteigen. sage Aber noch wir Tschüss beenden zu mal meinem die Stream. Streams. Weil ich Ja. drehe jetzt auf. Okay, ich beende meinen Stream auch.